kaum zu glauben, trotz der ganzen E-Autos, ID3, ID4, ID5, Volkswagen gibt echt nochmal richtig Vollgas. Jetzt hauen die nochmal einen neuen Golf R raus, diesmal als Variant, also mit Rucksack hinten dran, für Familie und Kind, Allrad, 320 PS, Turbobenziner, Driftmodus, Nordschleifenmodus, alles im Kombi. Das ist echt der Wahnsinn, Respekt vor VW. Heute sind wir am Bilsterberg, dürfen das Auto das erste Mal fahren hier auf der Rennstrecke und mal schauen, was der Kombi kann, ob der genauso sportlich ist wie der normale Golf. Wir werden es sehen. Bilsterberg. Heute Golf 8R Variant. VW stellt seinen neuen Sportkombi vor. Und wir sind gerade hier mitten auf der Strecke. Setup ist Nordschleifenmodus eingestellt und ESP ist off. Semi-Slicks sind warm. Es geht richtig zur Sache hier. Und kaum zu glauben, dass wir hier in einem Kombi sitzen, nämlich in einem Golf-Kombi. Wir fahren leicht übersteuernd. Wow, das ist echt krass. Hier wird die Kuppe hier, Auto wird ganz leicht. Wow. Bremse ganz spät. Echt Wahnsinn, dass wir hier vor mir fährt noch ein Golf R Variant. Lässt auch nicht fliegen. Wow. Und ab in die Mausefalle. Krass. Auto leicht übersteuernd in die Ecke rein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich, was da VW gelungen ist. Und man kann es selber nicht glauben, aber man ist echt in einem Golf drin und das ist unglaublich. Also da muss ich schwitze. Selten im Golf. In einem Golf geschwitzt, also Wahnsinn. Wow. Geil, geil, geil. Und das sage ich nicht selber, oder? Golf R Variant. Wow. Aber die beste Bedingungen, Bilsterberg, die Strecke ist trocken. Die 76 kann richtig gut arbeiten. Das Fahrwerk hier ist Bombe. Und noch ganz cool ist hier diese S-Plus-Modus. Das Auto schaltet selber im S-Plus-Modus, aber lässt den Gang schön aus und nicht erst, schaltet nicht schon bei 6, sondern ist schon bei 7. Das ist echt sportlich. Und wie gesagt, muss man sehen, dass es ein VW ist. Und das ist, da muss sich der Konzernbruder Seat, also Cupra, schon anstrengen. Die haben ja auch ein Kombi im Portfolio, ähnliches Konzept, 10 PS weniger, 310 PS, hat der Cupra Leon ST. Und ich meine, ob es da mal einen Vergleich gibt zwischen den beiden. Wenn, dann bin ich bei uns bei Audible Sportscars. So, Jungs. Noch zwei Runden. Also, ich tue mich mal verabschieden von euch. Ich hau es noch ein paar Runden raus. Und dann gleich gibt es von mir noch ein Fazit. Also. Und ab geht die Post. Yeah! Ciao. So, auf der Rennstrecke war das ja schon mal ganz lustig. Nordschleifenmodus auf dem Bilsterberg passt, macht richtig Laune. Das Auto fährt übers Heck, das driftet gleich mit, die Vorderachse ist stabil, der Allrad ist wirklich ganz schlau, der macht ja ganz, ganz wilde Sachen. Man kommt vom Grinsen gar nicht mehr raus, das Auto ist echt Bombe. Beim Sound, wir haben zwar 4 Endrohre, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. Du hast irgendwie einen Soundgenerator, das ist okay, aber eigentlich müsste es hinten noch ein bisschen mehr knallen. Das ist ein bisschen schade, das ist aber das Einzige, glaube ich, an Mankos, was ich gefunden habe. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in den Kofferraum rein, ob da auch noch genügend Platz ist für Kind und Kegel. Und natürlich, Golf-Variant ist ein Platzwunder, da passt viel rein. Doppelter Ladeboden, passt auch nochmal eine Schubkarre rein. Und ich schau mal, ob ich auch reinpasse. Ja, locker. Und das war's vom Bilsterberg. Im nächsten Heft ist der Fahrbericht und bald kommt der richtige Test. Ciao.